Nils Petersen, schön, dass es klappt bei all den Terminen, die es jetzt doch gibt und der engen Taktung der Spiele aktuell. Die Laune in Freiburg, habe ja auch mit Jochen Seyer zuletzt zu tun gehabt, war im November noch relativ schlecht. Wie gut kann die Laune inzwischen wieder sein? Ja, da konnten wir uns wieder ein bisschen auf den Dezember verlassen. In den letzten Jahren lief es immer schon ganz gut, dass wir dann auch dann gerade in den englischen Wochen nochmal viele Punkte zusammengegaunert haben und Stand jetzt stehen wir ja auch nicht so schlecht da. Deswegen, klar, ist der Dezember für uns jetzt von der Laune her bei Weitem anders, als im November war. Der Job Fußballprofi gilt ja eigentlich als der große Traumjob. Wie viel Spaß macht er Ihnen aktuell? Ja, ist ein bisschen zwiespältig, ne? Weil auf der einen Seite natürlich die Dankbarkeit da ist, überhaupt arbeiten zu dürfen, dass man so ein bisschen, wir haben ja auch einen sozialen Kontakt in der Mannschaft, was ja auch vielen gerade flöten geht. Und da ist eine allgemeine große Unzufriedenheit, da muss man schon dankbar sein, dass man arbeiten darf. Aber klar, wenn man es als Fußballprofi gewohnt ist, vor Tausenden von Zuschauern zu spielen, man sieht sich ja mal so ein bisschen auch als Unterhaltungskünstler, als Fußballer, dass man dann auch Leute zum Jubeln oder auch zu Wutausbrüchen bringt. Und das fehlt gerade alles so ein bisschen. Also diese emotionalen Ausschläge sind einfach andere momentan. Ja? Also wenn du gewinnst, ist es schön, wenn du verlierst, hast du halt verloren. Aber dieses so, das Feedback sofort von den Zuschauern etc., fehlt total und deswegen ist es momentan, fühlt sich dann doch eher wie Arbeit als Hobby an. Ja. Sie sprechen von denen, denen es nicht so geht, die gerade nicht arbeiten dürfen. Ich denke da an Fans, aber auch an Follower auf sozialen Netzwerken, vielleicht auch an Freunde, Familienmitglieder. Gibt es da ab und an Situationen, wo mal jemand sagt, ihr kickt gerade und ich sitze im Lockdown? Ich glaube, also ich habe es persönlich jetzt zum Glück noch nicht kennengelernt, wobei natürlich das Verständnis da wäre, dass dann natürlich auch Unzufriedenheit vorherrscht und Leute dann auch sich dann auch da vergleichen, ist ganz klar. Man möchte natürlich da nicht in der Rolle des anderen sein. Man ist selber dankbar, dass man seiner Arbeit nachgehen darf und sein Geld verdient. Und deswegen fehlen natürlich dann auch die Argumente, wenn es so kommen würde. Aber ich glaube, wenn das gegenseitige Verständnis da ist, dann reagieren die Leute auch ganz anders. Und gerade bei uns Fußballern, auch wenn man nicht mal den besten Ruf genießt in der Gesellschaft, ist es trotzdem schon so, dass wir wahnsinnig dankbar sind, dass es einfach so weitergeht, weil natürlich der eine oder andere gerne mit uns tauschen würde. Weitergehen heißt ja immer auch so ein bisschen, Sie haben es schon ein bisschen ja zwischen den Zeilen gesagt, heißt so ein bisschen auch Business as usual, es geht einfach weiter. Und die sonst dabei sind, wir sitzen gerade hier auf den Plätzen, wo sonst gestanden wird, wo Tausende stehen, die kriegen es gerade nicht mit. Andererseits gibt es einen Fußball-Overload. Ich glaube, es gab einen Tag im Dezember, wo kein Live-Spiel übertragen wurde. Sie haben es selber in einem Interview vor ein paar Tagen gesagt, dass es echt viel ist. Passt das für Sie zusammen? Entsteht da ein großer Schaden? Auf der einen Seite diesen Overload Fußball zu haben, aber die eigentlich den Fußball ausgemacht haben, dürfen nicht mitmachen? Ja, in der Summe sind es viele Faktoren. Viele, viele Spiele. Momentan wird man ja echt wirklich überrollt mit Möglichkeiten, Fußball zu gucken. Man hat ständig ist ständig in der Position, Fußball einschalten zu können am Fernseher. Auf der anderen Seite ist natürlich das Spiel an sich im Fernsehen langweiliger, weil einfach halt da auch viel, viel weniger Emotionen und Stimmung vorherrschen. Und dann hast du sozusagen noch mehr von dem, was gerade nicht geil ist. So, und dann überlegst du dir halt, ob du das machst. Ja? Also ich glaube, der 14. Dezember war der einzige spielfreie Tag. Und an dem Tag habe ich dann trotzdem gesagt, oh, heute kommt gar kein Fußball. Also, ich glaube, es wurde sogar nachgeschaut, in Dänemark war das tatsächlich ein Spiel. Also auch da gab's kann sogar sein. Aber ich habe dann auch so gedacht in dem Moment, oh schade, heute ist gar kein Fußball, ich kann gar nicht gucken. Da habe ich dann doch mich eher wieder gefreut, oh, das Interesse ist doch noch so sehr da, dass man sich dann über den fußballfreien Tag ärgert. Und von daher, ja, ist schwierig momentan und ich verstehe auch den einen oder anderen, der sich natürlich vom Fußball so aktuell ein bisschen abwendet. Mhm. Und wir hoffen und beten natürlich, dass das dann natürlich dann, sobald es wieder möglich ist, hoffentlich schnellstmöglich, dass dann auch die Zuschauerränge wieder voll sind. Die Zuschauer zurückkommen, aber es besteht ja auch so ein bisschen die Hoffnung, zumindest bei denen, die den Fußball so von den Basiswerten schätzen, ein bisschen romantisch, fußballromantisch veranlagt sind, dass sich was ändert, dass auch ein Lerneffekt aus der Zeit entsteht. Ich gebe ehrlich zu, ich habe meine Zweifel, ob das nicht alles relativ schnell vergessen ist und das Rad sich wieder so weiterdreht. Glauben Sie dran, dass sich was nachhaltig verändert? Ja, das Feedback ist ja da, dass viele, viele Zuschauer, Fans, Sympathisanten sich ein bisschen abwenden, Unzufriedenheit auch äußern. Der Fußball ist an sich, ist ja kein Geheimnis, immer mehr eine Wirtschaftsspirale geworden, wo es dann doch um große Gelder geht, um viele Einnahmen, um Werbung, um Kommerz. Und das ist auch klar, dass dann natürlich gerade in dieser Phase, wo man natürlich dann auch so ein bisschen der eine oder andere sich dann auch benachteiligt fühlt und auch ist, natürlich dann auch so ein bisschen mit dem Finger auf den Fußball zeigt. Also brauchen wir uns dann auch nicht wundern, wenn natürlich dann diese Unsummen auch im Spiel sind. Und das hat sich einfach wahnsinnig entwickelt. Da gab es irgendwie kein Halten mehr. Und das hat man auch nicht kommen sehen, dass es auf einmal jetzt dann doch wieder in die andere Richtung gehen kann. Was aber natürlich auch irgendwo eine Chance bietet für den einen oder anderen Verein. Aber das Problem ist ja immer, du willst ja in deiner Liga weiterhin oben mitschwimmen. Und wenn da müssen ja alle Vereine mitmachen, dass man da ein bisschen sich bremst. Oder dann muss es ein Zeichen von oben geben oder eine Gesetzesänderung. Aber ansonsten glaube ich schon, dass der Fußball weiterhin so läuft, wie er jetzt auch lief. Ja, dass dann auch
weiter um Gelder geht. Und klar, wäre natürlich für den Fußballromantiker an sich schön, wenn sich da was ändert. Aber ich bin auch gespannt, ob sich da was tut. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie so ungefähr vielleicht 12 Meter gefühlt von hier in dieser Saison nochmal abdrehen können für einen Torjubel und hier viele, viele tausend Menschen stehen? Ja, es ist jetzt so viel Zeit vergangen, dass man das gar nicht mehr kennt. Das Gefühl ist eigentlich echt, echt traurig. Es ist schon so, dass immer die Hoffnung da ist, dass dann, aber die werden ja immer wieder gebremst, kommen ja doch immer wieder negative Nachrichten. Dann kommt jetzt dann die positive Nachricht Impfstoff und dann trotzdem die Zahlen sind aktuell so hoch, dass man sich gar nicht traut, daran zu denken, hier wieder vor vollen Rängen zu spielen. Wir hatten gegen Wolfsburg hier knapp 3000 Zuschauer. Das war echt ein super Erlebnis für uns, war echt coole Stimmung und das war schon schön, aber solange halt die Zahlen so hoch sind, ist natürlich viel Träumerei. Also ich wünsche mir natürlich spätestens zur neuen Saison, aber ob es jetzt in dieser alten Saison noch passiert, bis zum Sommer, bin ich ja eher pessimistisch. Ja, Sie haben selber erwähnt, der nächste große Schritt muss für den Verein auch gegangen werden. Ein neues Stadion, ein Stadion, was dann den Verein zumindest mit vielen Clubs erstmal auf Augenhöhe bringt. Sie durften selber schon, ich habe es gesehen, mit Bauhelm mal durchlaufen. Wie hat es Ihnen gefallen und was erhoffen Sie sich von diesem Stadion? Ja, als ich dann vor 5, 6 Jahren war ja mal das Spiel gegen Frankfurt, wo danach dann die Umfrage war, ob es ein neues Stadion gibt. Und damals hat man gesagt, super, neues Stadion. Jetzt ist es auf einmal soweit, jetzt steht es sogar schon. Und jetzt kommt der Wechsel immer näher und man ist ja eigentlich so verbunden mit diesem Stadion hier. Aber wenn man sich das einmal angeschaut hat von innen und von außen, dann bekommt man schon richtig Bock darauf, dann diesen Wechsel auch zu vollziehen. Ich habe immer gedacht, dass auch das Panorama ein bisschen anders ist und so. Aber ich muss sagen, als ich dort war, war echt ein geiler Anblick. Und da freut man sich wahnsinnig dann auch da, hoffentlich Bestandteil zu sein von den Jungs, die dann dort auch auftribbeln können. Und wenn man da einmal auf dem Spielfeld gestanden hat, das ist schon eine besondere Atmosphäre. Also es ist jetzt nicht so typisch wie in so einem anderen Stadion. Also es hat irgendwie was Eigenes, was Individuelles und es macht echt Spaß und ist eher so gerade ärgerlich, dass es noch so lange weg ist, jetzt so dieser Umzug und wann kommen Zuschauer wieder rein und wann macht es Sinn und man möchte ja hier nochmal ein Abschiedsspiel machen, aber für jeden, glaube ich, Mitarbeiter, der da mitgehen kann, das neue Stadion, das ist echt eine wahnsinnig neue Erfahrung. Hör aber auch raus, dass sie vielleicht guter Dinge sind, wenn es so individuell ist, wenn es doch was Eigenes hat, dass vielleicht die, im Schwaben würde man sagen, die brodelnde Seele, die bei uns Westfalen, die nörgelnde Fanseele, die immer so ein bisschen das Alte bewahren will, dass sie vielleicht auch aufweicht und sagt, das neue Stadion nehme ich auch in den Arm? Ja, ich sehe mich eigentlich auch, ich habe mich auch vor ein paar Monaten und Jahren da gesehen, eher auf dieser Nörglerseite und lieber das festhalten, was man hat und lieber Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach, aber wenn man da einmal war und das mal gehört hat und das auch gesehen hat und so ein bisschen da reinfühlen kann in dieses Stadion, das hat schon was Besonderes. Also habe ich so nicht kommen sehen und echt große Arbeit geleistet. Zeigt aber auch, dass Freiburg wächst. Der Umsatz liegt inzwischen über 100 Millionen Euro, fast 60 Millionen Fernsehgeld kommen da rein. Kann Freiburg in diesem Rennen, was Sie eben ja auch beschrieben haben, man muss irgendwie mitwachsen, kann Freiburg in diesem Rennen am Ende Freiburg bleiben? Ja, wir müssen, weil wir stehen ja dafür. Wir verlieren, glaube ich, dann schon ein Stück weit Sympathisanten, Sympathie auch in Deutschland, die wir uns ja über die Jahre erarbeitet haben mit unserer Arbeit. Deswegen glaube ich schon, dass wir uns treu bleiben. Dass natürlich der eine oder andere jetzt den Stadionwechsel nicht gut findet, ist ja klar, aber es gibt halt Gesetze, es gibt ja auch Auflagen. Wir spielen seit Jahren mit Sondergenehmigung und wir sind auch einfach jetzt in der Position, uns mal vergrößern und uns vergrößern zu müssen und auch moderner zu werden, zu wachsen als Verein. Weil wir mittlerweile uns das erarbeitet haben, dass viele Spieler gerne hierher kommen, weil sie sich entwickeln können. Viele Berater sagen, sie wollen ihre Spieler gerne in Freiburg unterbringen, weil sie sich entwickeln. Der Nationaltrainer guckt mittlerweile gerne her. Also es ist ja schon so. Hat es ja nicht weit. Ne? Ja, hat sich weit. Also deswegen ist natürlich schon so, dass der Standort Freiburg einfach wahnsinnig interessant geworden ist. Und das freut uns, das macht uns stolz, aber es geht immer weiter, das Rad dreht sich weiter. Und wir müssen auch Einnahmen generieren. Wir wollen weiterhin viele, viele Talente holen und Jugendspieler holen, die wir dann auch wieder teuer verkaufen. Das gehört einfach zu unserem Geschäft, glaube ich auch. Und das machen die Jungs da oben in der Geschäftsstelle super. Und so läuft das bei uns. Und da schaut man auch mit Stolz trotzdem zur Nationalmannschaft oder jetzt nach Leeds oder nach Lissabon, wo dann die Jungs von uns kicken und auch erfolgreich sind, weil sieht man sich mal ein bisschen als Begleiter von denen. Ja. Ist ja im Endeffekt auch, sage ich, habe ich auch zu Jochen Seyer gesagt, immer auch ein positives Feedback für die Arbeit. Also es ist ja ein Lob für die Arbeit, dass man wächst. Trotz dieses Wachstums drumherum, neues Stadion, mehr Einnahmen, vielleicht auch teurere Spieler, bleibt man immer bei diesem Ziel Klassenerhalt. Ist das so, dieses Freiburger Rebellensein, ein bisschen klein bleiben, ich sag's mal, lieber Gallier als Römer sein? Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich lieber in einer anderen Position wäre, weil diese Wahrnehmung tut uns auch einfach gut. Die Zahlen belegen das am Ende auch, dass man jetzt nicht wirklich in den Top 8 oder Top 9 mit drin schwimmt. Dass wir natürlich über Jahre jetzt ein beständiger Bundesligist geworden sind und auch letzten Jahrzehnte dann auch relativ erfolgreich waren, sogar mal international kurz dabei waren. Also
klar hat man den einen oder anderen Verein gefühlt in der Hierarchie überwunden und überboten und überholt, aber im Endeffekt sprechen die Zahlen am Ende immer das Entscheidende natürlich auch, wieder auch Transfererlöse oder Transfers machen zu können, auch größere Transfers, die wir mittlerweile auch tätigen. Und das ist ja auch spannend, jetzt dann auch eine neue Gattung von Spielern auch dazu holen zu können, ja, wo man früher sich dann eher in der Zweitliga bedient hat, wo man jetzt sagen kann, nee, wir können jetzt auch... jetzt Spieler auch mal 10 Millionen Euro. Ja, ja, das gehört einfach dazu und die Zahlen werden mittlerweile gezahlt. Wir müssen halt da mit dabei sein, weil sonst überholt dich halt dann irgendwann ein Zweitligist oder auch andere Mannschaften mit finanziellen anderen Möglichkeiten. Aber die Kunst ist es, wie angesprochen, natürlich trotzdem noch dieser sympathische kleine Club zu bleiben. Und da, glaube ich, bleiben wir auch. Bleibt dann auch Konsens in der Mannschaft zu sagen, dieses Klassenerhaltsding, dieses Wir bleiben. Wir wollen drei Mannschaften hinter uns lassen, das ist die oberste Prämisse. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen damit tun, zu sagen, wir sind letztes Jahr Achter geworden, haben zwar drei Leistungsträger abgegeben, aber wir wollen jetzt trotzdem wieder Achter werden, weil wir wären gerne Achter. Natürlich habe ich lieber 11 Mannschaften oder 10 Mannschaften hinter mir als 3. Ja. Aber ich glaube, wir fahren ganz gut mit dieser Linie und die hat uns auch gut zu Gesicht gestanden die letzten Jahre. Ich habe neulich von Ihnen gelesen, dass Sie gar nicht mit Christian Streich groß reden müssen, ob Sie spielen oder mal nicht spielen, sondern Sie haben dafür so einen Sensor. Wie viel kurz davor erfahren Sie es dann oder spüren Sie es dann eher von Beginn an oder eher nicht? Es ist unterschiedlich beim Coach. Wir haben Trainingseinheiten, da erfährst du schon 4-5 Tage vorher, wer die A-Mannschaft sein könnte. Dann gibt es Momente, wo du es wirklich dann auch erst 2 Stunden vorm Spiel erfährst, 1,5 Stunden vorm Spiel. Er versucht dann immer Woche für Woche, Spiel für Spiel eine andere Spannung aufzubauen oder auch einem Spieler mal eine Sicherheit zu geben oder mal einen Spieler, wo er das Gefühl hat, er kann das jetzt gebrauchen, schon mal ein paar Tage mehr Sicherheit zu kriegen, gibt dann schon mal die Info, bei uns ist es unterschiedlich. Was glauben Sie, wie viele Profitrainer Sie in Ihrer Karriere noch haben werden? Oh, gute Frage, ja. Ich habe jetzt fast 6 Jahre Christian Streich erlebt, habe noch nie so lange mit einem Trainer zusammengearbeitet. War aber auch in Vereinen tätig, wo es den einen oder anderen Wechsel gab. Hier zum Glück habe ich noch nicht dazu beigetragen, dass ein Trainer gewechselt werden musste. Aber ich stand jetzt, würde ich sagen, ich habe nur noch ihn, aber ich weiß ja nicht, ob er noch mal was anderes macht oder wie lange er das noch macht oder ob er auch mal eine Pause einlegt, wie lange ich noch spiele. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er bleibt wahrscheinlich mein Letzter, aber ich bin selbst gespannt. Seit 2015 sind Sie hier, haben jetzt selber angefangen, ein Haus zu bauen. Die Hochzeit ist nur verschoben, nicht komplett, sondern nur vertagt. Das klingt so ein bisschen nach Entscheidung für immer, Entscheidung für Freiburg. Ja, schon. Also ich habe es auch nicht kommen sehen, dass man sich dann hier so verwurzelt fühlt und so schnell ein neues Fleckchen Heimat findet. Aber klar, Partnerin hat es einfach gemacht und dann auch natürlich der Start hier, die ganzen erfolgreichen Jahre jetzt, die haben es natürlich immer mehr bekräftigt. Und ich liebe auch meine Heimat, aber wenn man so lange dann doch hier irgendwo erfolgreich tätig ist, dann denke ich, warum nicht und sich hier niederlassen. Freue mich auf die Zukunft, weiß aber auch, es kann immer mal natürlich noch mal in eine andere Richtung gehen. Ich würde auch niemals irgendwie ein Versprechen abgeben, dass man hier für immer bleibt, weil dafür ist dieses Fußballgeschäft einfach zu schnelllebig. Aber ich freue mich wahnsinnig auf die Zukunft hier und egal wie sie verläuft, die letzten Jahre haben schon gezeigt, dass bis jetzt jede Entscheidung richtig war, hier zu bleiben. Ja. Wir können jetzt nur spekulieren, wie lange Christian Streich noch macht, aber bei Ihnen kommen wir der Sache vielleicht ein bisschen näher. Die Vertragsdaten werden in Freiburg immer so ein bisschen geheim gehalten. So gehe ich davon aus, dass der Vertrag jetzt erstmal noch ausläuft. Gibt es Gespräche? Wie gehen Sie es an? Sehen Sie es ganz entspannt? Oder wie ist der, wenn Sie sagen, Sie fühlen sich hier wohl und Sie wollen hier bleiben, wann wird gesprochen? Ja, also ich glaube, das ist hier ganz entspannt. Ich glaube, es gibt wenig... für Jochen Seier ist es eigentlich ganz angenehmes Arbeiten hier. Ja, ich glaube, er hat einen Trainer, der Jahr für Jahr dann auch sein Go gibt und sagt, komm, mach mal weiter. Und so ist Paul bei vielen Spielern auch hier, dass der Verein auch weiß, dass wir tief verwurzelt sind und gerne hier sind. Deswegen sind es eigentlich wahrscheinlich kurze Verhandlungen und kurze Wege. Ich schätze uns beide Seiten so ein, dass man dann schon schnell ein Kommando gibt und sagt, oh, ich möchte mich nochmal verändern oder der Verein möchte sich nochmal verändern, möchte sich neu aufstellen. Kann ja auch sein. Also man kann es ja nicht mal nur voraussetzen, dass man da auf einmal einen neuen Vertrag bekommt. Aber ich glaube, das läuft schon so ein bisschen auf Vertrauensbasis, dass dann einfach dann irgendwann dann auch man das bekannt gibt, dass man weitermachen möchte von beiden Seiten. Also Ihr Wunsch wäre es, noch mal ein, zwei Wunsch, Jahre dran zu hängen? Also wenn der SC Freiburg jetzt diese Sendung sieht, kann er wissen, ich würde gerne weitermachen, ja. Sehr gerne, das vermitteln wir natürlich gerne. Sie haben irgendwann mal ein schönes Bild verwendet für die Fußballkarriere, das Ganze so ein bisschen mit einer Ausbildung gleichgesetzt. Ja. Die Lehre bis 23, dann... Irgendwann gibt es mal eine Meisterprüfung, die haben Sie, das würde ich Ihnen bescheinigen, hinter sich. Wo befinden Sie sich auf diesem Ausbildungsweg? Gibt es jetzt diesen 32 vor wenigen Tagen geworden? Gibt es noch was, wo Sie sagen, hey, da wird auch der Petersen noch besser? Oder
ist die Ausbildung abgeschlossen? Ja, ist in jedem Beruf so, dass man sich immer noch weiterbilden kann, dass es immer noch Möglichkeiten gibt für Entwicklungspotenzial. Und das versuche ich auch auszuschöpfen, weil ich will natürlich weiterhin erfolgreich sein, ich will weiterhin wichtig für den Verein sein, ein wichtiger Bestandteil sein. Deswegen weiß ich natürlich, dass es das Ende der Karriere natürlich dann irgendwann auch mal eingeläutet ist jetzt. Und möchte aber so lange wie möglich noch Bestandteil dieser Mannschaft sein. Und das weiß auch jeder. Und ich versuche da in jedem Training, in jedem Spiel auch mich zu rechtfertigen mit Leistung und da zu sein. Und deswegen hoffe ich dann, dass das der Verein auch dann auch anerkennt. Aber Entwicklungspotenzial ist in jeder Phase des Arbeitslebens, glaube ich, da. Ist so ein bisschen ja eine Zeit des Nachdenkens, so empfinde ich es zumindest. Man hat manchmal jetzt zuletzt mehr Gelegenheit gehabt, weil Dinge ein bisschen runtergebremst wurden oder man durch einen Lockdown gezwungen wird oder es einfach ein bisschen ruhiger geworden ist. Für Sie eine Phase, wo Sie schaffen, ganz in der Gegenwart zu bleiben und das zu machen, was gerade los ist? Oder schon auch eine Phase, wo Sie manchmal sich den Moment nehmen, nach vorne zu schauen und ein bisschen drüber nachdenken, wie kann eigentlich der nächste Teil meines Lebens aussehen? Ja, ist immer spannend. Ich glaube, das geht jedem so, dass man mal im Bett liegt oder auf der Couch hockt oder im Auto sitzt und träumt und mal so kurzfristig in die Zukunft schaut oder auch mal langfristig. Und da war auch mal eine kurze Angst da, wie geht es mit dem Fußball weiter? Und jetzt ist man erstmal dankbar, dass das weitergeht. Und dann gibt es natürlich auch wieder Phasen, in denen ich zu Hause sitze oder liege und denke, okay, was ist eigentlich mein Ziel nach dem Fußball? Und ich glaube, der Fußball hat mich mein Leben lang begleitet, deswegen würde ich dem auch gern treu bleiben. Wir haben ja unfassbar gute Mitarbeiter jetzt, ohne wirklich hier mit Honig um uns zu schmieren, aber es gibt natürlich schon spannende Charaktere hier, denen man auch ein bisschen nacheifern könnte, wo man sagt, bei dem möchte man auch gerne lernen. Da haben wir wirklich echt tolle Mitarbeiter hier, deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere mir die Möglichkeit gibt, danach auch an seiner Seite vielleicht so ein bisschen zu lernen, um weiterhin auch im Verein tätig zu sein, aber das ist jetzt noch, stand jetzt noch Wunschdenken. An wen denken Sie, wenn Sie sagen, da würde ich gern lernen? Ja, gut, genau. Lernen? Christian Streich auf Trainerebene mit unseren Co-Trainern, Vossler, Bayer, Bruns etc., dann Hartenbach und Seier, wahnsinnig spannende Leute, die seit Jahren den Markt kennen, das Geschäft kennen und auch nachhaltige Arbeit leisten. Gibt wirklich, Julian Schuster ist jetzt hier gerade mit eingestiegen, der ist Verbindung ja auch so Verbindung zwischen Jungen und also es gibt Profis. Wirklich spannende Gesichter hier im Verein, an denen man sich auch so ein bisschen orientiert und dem man auch so ein bisschen nacheifert, weil man natürlich auch diese Arbeit halt nur sieht und kennt, aber man schätzt sie oder ich schätze sie, deswegen orientiere ich mich natürlich auch an diesen Personen und schaue, dass schon ich da schon in der Nähe kann. Zum Fußball höre ich raus, also nicht zwingend jetzt in die Marketingabteilung, sondern schon nah am Ball dran. Also man hört immer dieses Wort Trainee auch so, dass man so ein bisschen ein paar Stufen durchlaufen kann. Also ich würde mir schon gern die Möglichkeit geben, mir auch die Zeit zu lassen, um dann zu gucken, was ist das Richtige für mich, wo sehe ich mich. Ich weiß gar nicht, ob ich der Typ bin, der als Trainer in Frage kommt, sehe ich mich eigentlich gar nicht, aber das ist halt echt, sind dann wahrscheinlich dann auch Momente, wie ich auch nach Freiburg gekommen bin, manchmal sind es Schicksale, die irgendwie zusammenführen, dass man dann in irgendeiner Position auch immer sich wiederfindet und mal schauen, was bis dahin auch mit dem Fußball passiert. Sie waren trotzdem auch mutig in anderen Bereichen, mal was Neues anzufangen und haben sich entschieden, Klavier spielen zu lernen. Gibt es eine Parallele bei mir? Ich habe mir immer eingeredet, ich müsste von Billy Joel mal den Piano Man spielen können. Ich kann es immer noch nicht. Ja. Ich muss sagen, ich war nicht diszipliniert und fleißig genug, habe auch gemerkt, wie schwer es ist im Alter. Ich meine, ich bin jetzt noch 3 Jahre älter oder 5, das zu lernen. Wie kam Ihre Idee zustande, diesen schwierigen Schritt da in ein Musikinstrument mal zu gehen? Ja, ich hatte schon oft eigentlich das Bedürfnis, mal was anderes zu machen, was auszuprobieren, auszutesten, weil wir haben ja die Möglichkeit und wir haben auch die Zeit und also deswegen war schon irgendwo über Jahre das so ein bisschen gewachsen. Ich habe mich fast geärgert, dass ich jetzt so spät dann erst angefangen habe und ich wäre kein großer Pianist mehr, aber zumindest geht man mal in anderen Dingen auf. Man freut sich abends mal, wenn man mal eine halbe Stunde gespielt hat, so ein bisschen auch was anderes gemacht zu haben. Dümmer wird man davon auch nicht und irgendwie erfüllt es einen auch mit Stolz, dass man noch mal ein bisschen was anderes lernt und macht schon Spaß. Also ist auch gar nicht so dumm hinsichtlich meines Jobs, weil das natürlich trotzdem irgendwo auch eine Sache ist. Man kann mal ein bisschen runterfahren, man kann sich mal ein bisschen merkst, entspannen. Im Gehirn werden halt Dinge angesprochen, die vielleicht ein bisschen brach lagen davor. Jeder Musiker, glaube ich, dann auch nachempfinden und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Hätte es selber nicht erwartet und man ist auch mal eine halbe Stunde nicht am Handy, ist auch mal schön. Haben Sie Ihren persönlichen Pianoman auch? Gibt es einen Song, wo Sie sagen, noch bin ich weit entfernt, aber... Gar nicht, ich kenne immer keine Interpreten etc. Aber ich bin so, ich spiele dann lieber schon mal die Klassiker, die man auch kennt, so ein bisschen die Piano-typisch sind jetzt als das Moderne von den Modernen. Also bleibt da schon in den Klassikern treu. Heißt so ein kleiner Tannenbaum geht jetzt schon mal flüssig von der Hand Richtung Weihnachten, oder? Genau. Dass man so ein bisschen die Klassiker kann und zumindest für den Tag dann was im Petto hat, ja. Also vielen Dank für die Zeit, Nils Petersen. Und dann alles Gute und hoffentlich noch mal ein paar Momente hier vor dieser Tribüne, vor vielen tausend Menschen, noch mal ein paar Türchen zu schießen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut.